Zu jedem Boxer-Derivat gibt es natürlich auch einen Cayman. Das war nicht immer so, 986 war die Ausnahme, aber hier zumindest ist das so. Und natürlich positioniert man den Cayman in dieser 718-Baureihe eher für die Rennstrecke und den Boxer eher fürs freie Land, damit die Emotionen noch mal mehr kommen. Die Preise haben sich mal geändert, dass der offene günstiger war, dann wieder teurer. Jetzt haben sie es eigentlich sortiert, dass der offene Boxer ein bisschen teurer ist, 2.500 Euro teurer ist als die geschlossene Variante hier. Hier beginnt der Preis bei ungefähr 81.100 oder sowas. Und beim Boxster GTS 4.0 beginnt er bei 83.000. Das ist schon okay, das passt schon. Man bekommt schon echt viel Supersportwagen, fast schon Supersportwagen für sein Geld. Denn hier mit den 400 PS hat man eine Menge Spaß. Man sieht es ja auch gleich, wenn wir auf der Rennstrecke dann fahren. Und wir sind hier auf der Rennstrecke in Estoril. Hier kommen gerade auch die Fahrzeuge rein. Der 992 hier in der 4S-Version kommt hier rein. Und dieser Cayman GTS 4.0, der ist natürlich für die Rennstrecke positioniert. Wir haben hier einen Boxer 6-Zylinder-Motor unter der Haube, rein Saugmotor hier darunter. Man sieht nicht viel, deswegen kann man nichts aufmachen und so, leider. Aber mit 400 PS quasi ähnlich wie vom GT3, aber nicht der GT3-Motor, sondern ein bisschen ein anderer Motor, ein adaptierter Motor. Ich habe immer gedacht, dass der Motor, der kommt auf jeden Fall vom GT3, kommt er aber nicht. Es ist wirklich eine andere Entwicklung, die man tatsächlich für GT4 und Spider-Derivate damals nur für diese beiden Derivate entwickelt hat. Und da lag es natürlich nahe, dass der GTS, 718 GTS, nicht so wirklich gut ankommt mit einem 2,5 Liter Motor Vierzylinder. Deswegen hat man den jetzt ersetzt. Er wird noch ein paar Monate weiterlaufen im Konfigurator, aber man hat ihn eigentlich ersetzt durch diesen 4.0er. Und das ist zur großen Freude aller, zumindest von mir, denn dieses Auto hier mit diesem Motor ist extrem drehfreudig und macht eine Menge Spaß. Das haben wir auch schon beim Boxster gesehen, beim offenen Boxster. Er vermittelt natürlich durch den Sound und so, durch das Offenfahren noch mehr Emotion, noch mehr Geschwindigkeit. Das Auto hier ist, wie gesagt, anders positioniert. Es ist geschlossen, nochmal wahrscheinlich spürbar Karosserie steifer. Das werden wir auch gleich sehen, wie er sich so agiert auf der, wie er sich so verhält auf der Rennstrecke. Aber dieses Auto hier hat 10 Newtonmeter, ganz genauso wie der Boxster der GTS 4.0, 10 Newtonmeter weniger als der Boxster GTS mit dem 4-Zylinder-Motor. Aber ist trotzdem fast gleich schnell, ein bisschen langsamer, aber versprüht natürlich ein bisschen mehr Emotionen. Wir haben Keramikbremsen an der Vorderachse, GTS-Applikationen sind natürlich immer schwarz. Wir haben hier aber Platinum-Seidenglanz, 20 Zoll Felgen verbaut und haben hier nicht die GT3-Vorderachse in diesem GTS-Modell. Ansonsten hat man ja ganz schön viel von den GT4-Modellen. Wir beginnen hier beim 718 bei den Vierzylinder-Motoren, 2,0 Liter, dann geht es hoch auf den S, auf die S-Version mit 2,5 Liter und dann auf die GTS-Motoren, Motorisierungen, die dann auch auf den 2,5 Liter Vierzylinder-Motoren basierten bislang. Und das war natürlich nicht so der Hammer. Deswegen hat man die jetzt ersetzt und ganz neue 4.0 Liter aus den GT4-Modellen rausgenommen und hier reingepflanzt. Und das ist richtig, richtig cool. Hier am Heck haben wir typisch natürlich Cayman, die lang auslaufende Heckpartie hier mit einem ganz normalen Spoilerwerk, der fast seriennahen Spoilerwerk hier vom auch normalen 718 Cayman, denn der arbeitet nicht mit einem großen Flügel wie der GT4. Irgendeinen Unterschied muss es ja auch geben, abseits der Komponenten im Fahrwerk quasi, die vom GT3 übernommen werden. Hier wird gerade gefahren. Aber das ist dieser Sound, der wirklich dieses Auto ausmacht. Und wo ich glaube echt, alle sind froh, dass dieses Auto hier, dieser Zweisitzer, denn er war so perfekt immer gemacht, Zweisitzer, der typische Porsche, klein, leicht, wendig, dass der mit einem Vierzylinder ausgestattet wurde, vor allem in der Top-Version, dann haben sich die Leute schon gedacht, okay, wenn sie jetzt 90.000, 100.000 Euro mal zahlen für ein voll konfiguriertes Auto und dann Vierzylinder für einen Porsche drin ist, der noch ein bisschen ruppig ist und so, dann dachten sich die Leute, ich auch, okay, also das Verhältnis von Geld zu Leistung und Emotionen, das stimmt dann wohl nicht mehr. Und so dachte das wahrscheinlich auch Porsche. Und deswegen wurde glücklicherweise dieser 6-Zylinder-Boxermotor hier verbaut. Ja, am Heck sieht man nicht wahnsinnig viel Unterschied, bis auf den Schriftzug hier in schwarz und die Klarglas-Heckleuchten, die kann man aber auch über Porsche exklusiv bestellen, habe ich schon beim Boxer gesagt. Und da unten hat sich natürlich viel geändert, hier am Diffusor und an der Abgasanlage hier. Es gibt andere Endtöpfe, viel größere, sodass der Abgasgegendruck mit OPF und so etwas reduziert wurde. Dann haben wir Piezo-Induktoren im Motor, die nochmal die Einspritzvorgänge präziser gestalten können, mit 5 Einspritzvorgängen pro Hub.
Das geht bei den Piezo-Injektoren bis zu 8-mal, aber Porsche braucht eigentlich nur 5-mal, weil alles andere, so sagen die Ingenieure, sei eine zu große Spielerei. Mal sehen, ob da noch mal mehr kommt, um das Ding noch effizienter zu gestalten. Aber es ist eine sehr effiziente Maschine und es ist so schön, dass ein Saugmotor hier Einzug erhält. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das meiste habe ich auch schon beim Boxster GTS 4.0 gesagt. Ich würde mal sagen, wir schauen uns noch kurz im Interieur um und fahren dann eine Runde. Ja, das ist ein richtiger Fahrerarbeitsplatz hier drin und das ist genau das, was ich so liebe hier. Sportschalensitze, Carbonschalen, die sind auch leicht höhenverstellbar hier vorne. Kann man nach oben, nach unten fahren. Die Funktion kannte ich noch gar nicht. Ich dachte immer, die Schalensitze, die seien nur in der Länge verstellbar, aber sie sind auch hier elektrisch in der Höhe verstellbar. Kosten 5.300, 5.400 €, aber sie auf jeden Fall wert in diesem Auto. Dann haben wir hier das GTS-Paket mit den Alcantara-Umfängen hier an den Seiten und den Nähten. Kostet nochmal 3.000 €, 3.500 € Aufpreis. Das Lenkrad ist immer mit Alcantara, ganz genauso wie der Schaltknauf hier. Das ist immer Alcantara. Aber es ist natürlich cool, weil die ansteigende Mittelkonsole und so mit den Carbon-Applikationen, Carbon-Applikationen sind im GTS-Paket enthalten, die machen natürlich schon was her. Und vor allem, man hat hier immer die perfekte Höhe zum Lenkrad und hat ganz, ganz kurze Wege, weil man muss ja hier ganz schön viel Schaltarbeit leisten. Das PDK-Getriebe kommt natürlich auch von Cayman erst in ein paar Monaten und bis dahin, wer sich schon das Auto hier gönnt, der muss natürlich oder darf natürlich mit dem Schaltgetriebe hier arbeiten. Ja, ansonsten haben wir hier viel Velour, Art Velour und alles, eigentlich ein richtig schönes Rennwagen-Interieur. Und vor allem der Sound ist nicht zu unterschätzen, der wird natürlich verstärkt durch diesen größeren Raum hier im Cayman. Der ist größer als beim Boxster, klar, weil man ja viel mehr hier nach hinten offen hat. Und das ist auch interessant, aber nicht unbedingt schöner. Ich würde für die Emotionen und so, wenn ich nicht jeden Tag auf der Rennstrecke wäre, auf jeden Fall den Boxster GTS 4.0 vorziehen. So, und jetzt fahren wir aber eine Runde. Mal gucken, wie das so wird. Bin ich echt gespannt hier, ob man sich hier wohlfühlt auf der Rennstrecke oder ob das genauso ist, wie ich mir das hier vorstelle. So, im Cayman, sie macht es im Cayman GTS 4.0 jetzt hier auf der Rennstrecke. Man will ja auch wissen, wie das Auto hier fährt und performt. Wir sind gerade schon mal eine Runde gefahren hinter dem 911er her. Das gibt einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit hier beim Moderieren. Ich ziehe mal die Sonnenbrille auf. Also entschuldigen Sie das bitte. Ja, hier kurz ein bisschen eingewöhnen in die Art Einführungsrunde. Man merkt immer, wir sind vorhin ja auch schon ein bisschen gefahren, man merkt, das Auto ist extrem agil und würde man die Systeme ausschalten, im Sport Plus Modus zum Beispiel, dann kommt das Heck schon echt sehr, sehr schnell. Das ist ganz typisch Boxster und das ist halt ganz typisch Mittelmotorsportwagen. Und wenn man es jetzt hier schon ein bisschen mehr fliegen lässt, ein ganz bisschen mehr, dann spürt man, der hat eine enorme Power halt in den hohen Drehzahlen, kann hier die Kurve voll nehmen. Und das ist einfach unglaublich stark, super, super stark. Auch die Bremsverzögerung hier, es ist einfach ein Fahren wie in einem Rennwagen. Und das Auto dreht hoch und du bist halt die ganze Zeit nur immer dran, in diese Drehzahlen zu kommen, zu schleifen und am Aufpassen, dass das Heck dich nicht überholt, aber kann es auch nicht, weil PSM hier immer schön eingreift und dich eigentlich davor bewahrt, hier größeren Mist zu machen. So wie jetzt gerade, das war ein bisschen zu schnell. So, jetzt kommen wir auf die Start- und Zielgerade, hier eine ganz schnelle Kurve. Da kann man den Schwerpunkt immer schön halten, hier noch auf die Curbs und jetzt kann Vollgas hier die Start- und Zielgerade fahren. Er marschiert richtig, richtig gut vorwärts im fünften Gang. Wir haben hier am Ende der Kurve dann irgendwie unsere 242 Bremsen voll rein und dann können wir schon in die erste Kurve hier ziemlich schön raus beschleunigen und die hohen Drehzahlen, die bringen ihm halt diese Leistung, die er braucht. Und klar, er dreht sich jetzt hier, wenn man nicht aufpasst, wenn man einmal nicht aufpasst und die Reifen schon ein bisschen angerissen sind, dann dreht es ihn halt ganz, ganz schnell raus.
Und das ist schon echt, echt krass. Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen in der Kurve. Tja, aber das ist echt der Wahnsinn. Auch wie souverän er, wenn man sich ein bisschen, ganz bisschen verbremst, also ganz bisschen zu spät bremst, wie souverän er noch in die Kurve reingeht. Und dieses Gleichgewicht einfach von Vorder- und Hinterachse berücksichtigt, so wie jetzt hier auch. Das ist unglaublich schön, dieses Auto so zu positionieren und die Schnauze, die giert dann noch so ein bisschen in die Kurve und dann kann man so ein bisschen durch diese, so wie jetzt hier in dieser scharfen S, durch dieses S durchcornern. Das ist echt ganz cool. Ich schalte jetzt mal kurz auf Sport Plus Modus. Dann sind die Systeme noch ein bisschen weiter weg, die elektronischen Leitplanken. Man kann hier in dieser langgezogenen Kurve vielleicht noch mal ein bisschen den Schwerpunkt ausspielen. Und kann noch mal hier eine Runde Gas geben. Was natürlich schon toll ist mit diesem Fahrzeug. Wenn jetzt hier auch wieder voll im fünften Gang. Und anbremsen. Das macht echt richtig, richtig viel Spaß. Ah ja, genau, jetzt hat er. Jetzt bin ich hier einmal ein bisschen zu krass und dann kommt das Heck gleich. Auch hier wieder. Ja, ja. Das ist halt im Grenzbereich, wenn man es halt zu sehr übertreibt. Ja, insgesamt ist es einfach eine unglaubliche Spaßrakete, Spaßgenerierungsmaschine. Und im Vergleich natürlich zum GTS 2.5, der Generation 2.5, ist das ein extremer Fortschritt wieder in Richtung Spaß und in Richtung Performance. Und die Emotionalität, die gibt dieser GTS einfach mit diesem 4.0 Motor zurück. Wir haben hier eigentlich, im Falle des Boxster Spider haben wir hier eigentlich einen Boxster Spider, wenn wir offen fahren. Oder im Falle des Cayman haben wir eigentlich einen Cayman GT4, aber natürlich ohne GT3 Vorderachse und noch ein paar Gimmicks, höhenverstellbares Fahrwerk komplett. Das haben wir natürlich hier in diesem Fahrzeug nicht.